Mein Name ist Marc, ich bin 43 Jahre alt und meine erste Hodenkrebsdiagnose habe ich im Alter von 22 Jahren bekommen. Ja, also 2002, wie gesagt, war es mir ein bisschen egal. Und klar, 2018 war dann halt schon so, ich hätte schon ganz gern noch was, ne? Also da unten hängen. Und habe mich dann aufklären lassen über ein Implantat und habe das dann machen lassen und war auch also direkt im Zuge der OP und war am Anfang jetzt mit dem Ergebnis auch total zufrieden. Und für mich war halt wichtig, dass da kein Reiz mehr ist. Also die Schmerzen und diese ständigen Trigger, die du halt hast, wenn du weißt, da ist wieder ein Tumor, der wächst, das wollte ich nicht mehr. Und für mich war es wirklich das Gefühl, da ist jetzt was, das ist ein Implantat und das setzt keine Reize. Das war für mich total entspannt und für mich eine gute Sache. Ich wurde im Vorfeld auch aufgeklärt, dass das natürlich Abstoßungsreaktionen geben kann. Da hat man so diese klassischen Gespräche, aber da war ich, glaube ich, relativ entspannt mit. Und dadurch, dass ich auch gar keine Probleme im Nachhinein hatte, war es auch okay für mich so. Was ich häufig gehört habe, ist, dass mit den Implantaten eigentlich alles bei den meisten ohne Komplikationen ist oder ohne Irritationen im Nachhinein und dass die meisten da sehr zufrieden mit sind. Ich habe nur das ersetzt, was ich dann 2018 verloren habe. Und auch war es so, dass der Urologe mir das geraten hat, weil sich da auch der Hodensack über die ganzen Jahre vielleicht so verändert hat, dass er sagte, vielleicht ist es auch irgendwie anatomisch nicht so clever. Und davon war ich dann auch überzeugt und habe gesagt, das ist vielleicht genau das Richtige, das eine Implantat zu ersetzen.